Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Heute möchte ich euch die Kartendecks vorstellen, mit denen ich im Juni gearbeitet habe. Und ja, in der ersten Woche fing es an mit The Witch's Wisdom Tarot und dem Orakeldeck Roots and Wings. Ja. Und wie gesagt, in der Mitte lege ich immer sozusagen bei der tagtäglichen Kartenziehung den Hauptimpuls als Orakelkarte und dann begleitend dazu für beeinflussende Faktoren, die damit reinspielen, ob positiv oder negativ. Die Tarotkarten und wie gesagt, vom Stil her mit den Wasserfarben, mit den Aquarellfarben, dieses Gezeichnete passt wunderschön. Ich habe eine Ausgabe von diesem, das habe ich etwas preiswerter erstehen können. Das war so ein Proof, so ein Probedruck und da habe ich das dann etwas günstiger bekommen. Von daher die Schrift. Und so wie die jetzt so erscheint, ist ein bisschen anders in dem, was jetzt verkauft wird von ihr. Aber nichtsdestotrotz, Aussage und die Bilder bleiben gleich. Und ich finde diese beiden Decks unheimlich stark. Und optisch auch natürlich ein Genuss. Und ich finde, die harmonisieren ungemein und ich arbeite mit den beiden Decks sehr gerne, obwohl mich jedes Mal, wenn ich mit denen hier, wenn ich die raushole, diese Witch's Wisdom, dieses Tarot-Deck, muss ich immer noch mal mich reinfuchsen, weil das von der Reihenfolge in Anführungszeichen rückwärts läuft bei den großen Arkana. Aber manchmal setze ich mich einfach drüber hinweg und nehme das, was ich sozusagen im Kopf habe. Ja, das war zu der ersten Woche, die beiden Kartendecks. Dann in der zweiten Woche wollte ich unbedingt was mit dem Thema Meer machen. Das Meer, eine Frau braucht Meer, sozusagen. Und da habe ich mir dieses Deck rausgesucht, Dame Darcy's Mermaid Tarot und kombiniert, weil da war ich ganz scharf drauf, mit dem hier zu arbeiten, ein französisches Deck, ein Orakeldeck, Delfine und Wale, gibt es leider nur in Französisch, war ein bisschen mühselig mit der Übersetzung, aber es hat funktioniert. Wobei ich muss sagen, so ein bisschen schwammig fand ich die ganzen Aussagen bei dem Orakeldeck. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist es ein wahrer Augenschmaus. Und wie gesagt, es gibt ganz wenige Decks zum Thema Meer, die mir auch gefallen. Viele finde ich einfach, ja, sprechen nicht zu mir. Und bei diesem Mermaid Tarot habe ich auch lange überlegt. Aber je öfters ich mir das angeschaut habe, desto besser fand ich das. Mal ein bisschen ausgleichen so von der Höhe. Und ja, ich bin begeistert. Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. War schon echt am Überlegen, ob ich nicht eine Woche dranhänge, weil das so viel Spaß machte mit den beiden Karten hier. Auch wenn die Übersetzung manchmal ein bisschen mühselig war. Aber also die Farbigkeit stimmt hundertprozentig. Aber dass der Stil so ein bisschen anders ist, dass da finde ich auch ein bisschen Leben in die Optik reinkommt, aber es trotzdem ungemein harmonisiert. Also auch diese Farben, das ist der Wahnsinn. Ja.
Ja, das war das. Und hier mein neuen Kelche hier. Ich finde, das ist hundertprozentig Adam Ant mit Stand and Deliver. Ja, da war ich ein großer Fan damals als junges Mädchen. Ja. Ach, höre ich aber immer noch ganz gerne. So, und in der dritten Woche auch wieder ein bisschen mit Thema Meer oder Region ist dieses Deck, The Pacific Northwest Tarot. Nicht doch, nicht doch. Ah, hier alles, die ganze Deko hier weggeschmissen. Ich liebe dieses Deck, es ist ein Independent Deck. Und ja, und dazu, das ist auch ja lange bestellt, das ist auch aus Kickstarter. Habe ich mit einer Freundin eine Sammelbestellung gemacht, damit das Porto ein bisschen preiswerter ist. Und ja, habe es erst, also es war letztes Jahr schon angekommen, aber habe erst dieses Jahr meine Freundin besuchen können und eine, dann auch erst abholen können. The Magpies Lenormand, also das Elster Lenormand, gab es in zwei Ausführungen, eine dunkle und eine helle. Ich habe die dunkle genommen und ja, das Einzige, ich habe, das scheint so eine bestimmte Druckerei in China zu sein, die dieses Blaue macht. Und es hält überhaupt nicht diese Beschichtung von dem Seitenschnitt hier, diesem Goldschnitt. Wie gesagt, ich habe da eine Woche mit gearbeitet und es schon am Abbröckeln, das Ganze. Also, ich weiß nicht. Ich hoffe, die Mode wird irgendwann mal wieder verschwunden sein. Dieses Shishi ist gar nicht so meins. Mal sehen, ich muss mal eben gucken, dass ich so ein bisschen die Höhe erreiche. Aber nichtsdestotrotz, diese beiden Decks sind, finde ich, wie füreinander geschaffen. Und man könnte fast den Eindruck bekommen, das ist von der gleichen Druckerei, weil der Rahmen und auch die Größe sind 1 zu 1, hundertprozentig. Aber wie gesagt, auch so vom Stil her, diese sind ein bisschen von der Farbigkeit zurückgenommen. Nö. Und aber nichtsdestotrotz also das war auch ein Traum zu legen. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit diesen Karten. Obwohl sie das System so ein bisschen, die Autorin, die Künstlerin hat das ein bisschen im Lenormand geändert. Aber da habe ich mich einfach drüber hinweggesetzt. Ich habe meinen alten Stremel da so durchgezogen, wie ich halt Lenormand interpretiere und lege. Und aber nichtsdestotrotz, also von der Optik her harmonisieren die wunderschön, finde ich. Und ich habe da auch gute Ergebnisse bei herausfinden können. Nochmal ein Beispiel noch. Und wie gesagt, die Illustrationen sind ein Traum. Also finde ich wunderschön. Guck mal, das sieht doch super aus. Ja, das war das. Pacific Northwest Tarot mit Magpies Lenormand Karten, die auch ein Traum sind. Nur wie gesagt, mit der Qualität des Goldschnitts finde ich, haben auf Karten, finde ich, nichts zu suchen. Sie sehen zwar schön aus, aber das ist irgendwie nicht der Sinn eines Goldschnitts. Das ist für Bücher, für wertvolle Bücher damals, um den Dreck, den Staub und sowas von dem kostbaren Papier wegzuhalten. So, und jetzt haben wir bei der mittlerweile vierten Woche, das war ein langer Monat irgendwie gefühlt, hatte ich dieses Orakeldeck mir rausgesucht. Ich wollte unbedingt mit diesem Orakeldeck arbeiten und ja, hatte aber so meine Schwierigkeiten, ein passendes Deck zu finden. Und habe mich dann für dieses entschieden, weil es auch so von der Farbigkeit und illustrationsmäßig auch so ein bisschen auch fotografisch ist.
natürlich digital bearbeitet, aber ich fand, als ich das ausprobiert habe, hat das wunderschön gepasst. Und dann habe ich damit losgelegt. Um die, welche Kartendecks geht es eigentlich? Das ist das Sea Soul Journeys Oracle. Habe ich schon etwas länger, habe ich aber irgendwie immer nicht die Muße gehabt, damit zu arbeiten. Und weil das im Juni das Thema Meer ist, alles was mit See und Meer zu tun hat, wollte ich im Juni irgendwie da so ein Thema geben. Und ja, und dann habe ich das einfach mal. Achso, und dieses ist das Tarot, dazu ist das Tarot of Oneness. Einer meiner Lieblings-Tarot-Decks übrigens. Und ja, da habe ich dann halt Tag für Tag eine tägliche Ziehung gemacht. Und obwohl es bei der Probe irgendwie super gepasst hat und also auch eine Geschichte erzählt hat, war es dann, als es dann in Anführungszeichen ernst wurde, hat das überhaupt nicht zu mir gesprochen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es passt überhaupt nicht, die Kartenkombi. Und da habe ich gedacht, meine Güte, nee, das ist alles irgendwie Stroh. Da muss ich doch mal noch vielleicht noch was anderes finden. Und da habe ich mein anderes Lieblings-Tarot-Deck zur Hand genommen. Und zwar, oh, Entschuldigung, ich bin an die Kamera gekommen. Und zwar, mein absolutes Seelenkartendeck ist The Gentle Tarot. Und ja, da war ich aber auch irgendwie nicht so ganz überzeugt, ob das passt. Und bin ich immer noch nicht so von der Optik her. Aber vom Gefühl her war es genau das. Also die Aussagen wurden besser. Es hat Sinn gemacht, was ich da gezogen habe. Und ja, und das Beste hat das Deck dann oder diese Deckkombi dann für den allerletzten Tag, wo dann die Woche dann geendet hat, gezogen. Und das war wirklich, ja, Faust auf Auge, der absolute Hammerschlag. Besser ging es nicht, auf den absoluten Punkt gekommen für den Tag. Und ja, aber nichtsdestotrotz, war eine Erfahrung, dass ich dieses Deck wahrscheinlich nicht für Tagesziehungen, dass es sich einfach nicht eignet. Es hat sich sehr gesträubt, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, es ist wunderschön und ich werde wahrscheinlich so eine wöchentliche, ne, also nächstes Jahr vielleicht einfach mal, ich nehme immer ein Orakeldeck und dann nehme ich immer eins für ein Jahr, dass ich dann wöchentlich so eine Orakelkarte für die Woche ziehe. So, und ganz zum Schluss habe ich dann, weil für mich dieses Golden Art Nouveau Tarot ist vielleicht nicht jedermanns Sache, und ich dachte auch zuerst, mit diesem Gold, dieser Goldprägung, Golddruck, es ist mir zu viel Bling Bling und das lenkt vielleicht auch ab. Nee, hat es nicht. Also das ist zwar, wenn man das so bewegt, viel Bling Bling, aber komischerweise kommen die Motive beim Legen, wenn man da drauf schaut, noch stärker hervor. Es hört sich paradox an, aber weil das doch sehr üppig ist und dass da, und weil da motivmäßig viel auf der Karte passiert, habe ich kein weiteres Deck dazu genommen, sondern so der Klassiker Drei-Karten-Ziehung. Und ich liebe dieses Deck. Das ist so wunderschön gestaltet. So ein bisschen, ja, so romantisch, wie aus so einem Märchenbuch. So Art Nouveau halt, auch so Jugendstil. Und
Ja, ich bin so froh, dass ich mir das doch angeschafft habe, obwohl ich zuerst Bedenken hatte mit diesem Golddruck da drauf, mit dieser Metallfolie und dieser Ornamentik, die dann auch noch mit drin ist. Aber nein, das war wunderschön. Hat viel Spaß gemacht, mal einfach nur auch nur mit einem Deck dann zu arbeiten, weil, wie gesagt, zu viel auf diese doch relativ unruhig vom Motiv her erscheinen. Ja, das waren die Kartendecks und jetzt zeige ich euch noch mal ein bisschen von meinem Journal. So, habe die Deko vom Tisch weggeräumt, damit das hier nicht vom Tisch gefegt wird durch mein Tarot-Tagebuch. Und dann wollen wir gleich zu dem Monat Juni switchen. Wie gesagt, mein Thema war für Juni Meer. Meine Monatskarte, die ich am Jahresende letzten Jahres gezogen habe für das Jahresrad, ist der Tod. Hier, weil, wie gesagt, Wildwood Tarot hat ein kleines bisschen anderes System. Hier ist es halt die Reise, aber ist halt Nummer 13 der Tod. Und ja, wie gesagt, Meer ist das große Thema. Und ja, und am 4. Juni hatten wir, finde ich so schön, einen Erdbeermond als Vollmond. Das ist immer halt der erste Vollmond im Juni wegen den Erdbeeren. Ganz süß. Ach, und dann hatte ich halt als Erinnerung noch so einen kleinen Sticker hier mir reingetan. Ach, sowas Süßes. Ich hatte dann in meinem Garten vier kleine Zaunkönigküken rumfliegen. Die waren so süß. Also ich wäre fast gestorben, so niedlich war das, die zu beobachten. So kleine, also ich meine, die Eltern sind schon klein, aber ach, diese kleinen Küken ist ja echt, das war wunderschön. Dann, wie gesagt, habe ich Thema Meer und ich habe es endlich mal geschafft, so ein bisschen mein Washi-Tape wieder zu aktivieren. Und ich habe immer den Fehler gemacht, ich habe geschrieben und dann danach diese breiten Washi-Tapes, die auf der Rolle sind, die passen dann nirgendwo hin. Vor allem, man muss sie senkrecht, um die Motive richtig rumzumachen. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft, zuerst das Washi, also zuerst die Deko und dann die Seiten zu beschriften. Also ja, es dauert ein Jahr sozusagen, bis ich da endlich mal meinen Kopf einsetze. Ansonsten, wie gesagt, habe ich sehr viel mehr Motive mit Washi-Tape. Dann haben wir hier Sommersonnenwende. Da kommt dann die Karte, die ich auch am Anfang des Jahres gezogen habe für das Jahresrad der Jahreszeiten und den Hexensabbat. Tagen und da habe ich hier den Otter und den Pfeifen oder Rohrkolben sozusagen. Ja, und dann ziehe ich auch jeden Freitag immer meine Dings. Und hier ist mir so ein kleines Malheur passiert. Ich habe beim Blättern, um diese Seite neu anzufangen, habe ich aus Versehen zwei Leerseiten überschlagen und habe dann hier angefangen und dann gemerkt, ach, hier habe ich zwei leere Seiten jetzt dazwischen. Da habe ich jetzt einfach den Text überklebt, ganzseitig, mit so einem Motiv. Warte mal, ich habe. Bitte, machen wir es. Hier, da kann man halt solche Scrapbook-Papers mit irgendwelchen Motiven halt nehmen und. Ich bin ja geizig, ich scanne mir das ein und drucke es auf dünneres Papier, dann ist das auch nicht so dick. Aber man kann auch das ganz normale Scrapbook-Paper nehmen. Und dann, wie gesagt, habe ich das überdeckt und regulär dann weitergemacht. Ja, und dann ist auch der Monat auch schon wieder vorbei. Und dann habe ich noch eine Seite gehabt. Und da habe ich dann nochmal fürs Ende des Monats so ein Resümee habe ich mir nochmal gezogen. Whispers of the Ocean Orakel, eine Karte, und die habe ich dann vergrößert ausgedruckt, ganzseitig. Und ja, das war das. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.